Noch immer sind alle langsam. Und wann geht es jetzt hier los? Das ist die ganz große Frage. Jetzt wird freigegeben. Also, es wird angegast. Hinten knallt es schon. Ich glaube, da hat es einen Königsegg zerlegt. Und das Feld rast in die erste Kurve rein. Jens Fay versucht zu profitieren, kommt allerdings nicht neben Andreas Cäsar, hat trotzdem eine Position gut gemacht. Auch Wernicke kommt durch, dahinter Zehnpfennig und Bräutigam im Infight. Zehnpfennig ist jetzt dran an Jens Fay. Also hat jetzt Andreas Cäsar die dritte, Jens Fay die vierte und Nees Zehnpfennig die fünfte Position gebracht. So, Dörfler. Mit einem Versuch, da werden kurz die Räder blockiert, alles bleibt aber hier ganz locker. Jeder Zentimeter der Strecke aus, die sind sowas von angenehm hier unterwegs. Alle, wie sie hier kämpfen, und dabei geht es hier wirklich auf der Rasierklinge zur Sache. Ganz stark, was die drei hier aufrühren und dabei ohne sich bislang irgendwie nur einmal berührt zu haben. Die ist Zehnpfennig hier. Verdammt spät auf der Bremse. Er kann allerdings einen Treffer gegen Jens Fay verhindern, aber es spitzt sich ganz schön zu zwischen den beiden. Na, jetzt einmal Eldegard gegen die Free Rubber Team. Auch wenn die Fahrzeuge relativ ähnlich aussehen, die Zehnpfennig gerade mal ein kleinen Gruß loswird. Diese beiden fahren für unterschiedliche Teams. So, Zehnpfennig mit dem nächsten Versuch. Aber diese LDK Aston Martins, die sind immer auf wenig Abtrieb getrimmt. Das haben wir auch schon in Bathurst gesehen. Aber Zehnpfennig fliegt da innen rein und geht vorbei. Und das auf eine ganz saubere Art und Weise. Tolles Manöver hier. Und hier ist Zehnpfennig. Ist Zehnpfennig ohne Chance, irgendwas gegen Jens Fay ausrichten zu können. Ich denke mal aber, irgendwas wird sich da gegen Ende des Rennens noch einfallen lassen. Er kommt nach außen, Zehnpfennig geht durch und so kann es passieren, wenn man sich da zu lange an einem Gegner aufhält.
So, was ist hier los? Wo ist der Nies 10 fertig? Der ist wieder hinter Jens 2. Platztausch, Inkon 1 und alte Situation wiederhergestellt. Und es wird ein Doppelsieg werden für das Be Free Alive Marvel Team. Robert Cesar gewinnt vor seinem Bruder Andreas dieses Rennen hier in Interlagos. Der dritte Lauf der GTP Pro Series geht also hier im Dreifachtriumph an Be Free Alive. Herzlichen Glückwunsch Robert Cesar, der die Zielflagge in diesem Moment sieht. Da kommt Andreas Cesar, der Bruder, Teamkollege. Und er wird jetzt hier auch die zweite Position fahren. Also Gratulation auch hier. Doppelsieg also für B3 Marvel und Andreas Dörfler macht den Dreifachtriumph für dieses Team komplett. Und ja, dahinter feiern Matthias Hartmann und Jens Fey ein fantastisches Resultat für LDK Racing. Das dürfte jetzt eigentlich sogar die zweite Position in der Teamwertung sein, wenn ich das jetzt mal ganz kurz überschlage. Also auch eine Riesengratulation an die beiden Aston Martin Piloten.